Black Mirror. Der dunkle Spiegel der Seele. Folge 68. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Es geht endlich weiter mit Black Mirror. Und alle, die sich dachten, oh Mann, wann kommt denn eine neue Folge? Irgendwie hatte ich keine Zeit mehr im Januar gegen Ende nochmal ein bisschen was zu bringen. Weil es ist schon einen Monat her. Aber der Januar war eben so vollgepackt mit anderen Dingen. Oder mit verschiedenen Dingen. Aber jetzt geht es ja weiter. Ich werde auch 4 Folgen drehen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und in der letzten Folge hatten wir damit zu tun, oder mehr in den letzten Folgen, das Grab von Lothar Gordon zu finden, weil wir da den 4. Schlüssel vermuten. Ich glaube, es ist sogar der letzte Schlüssel. Und wir haben das Grab auch gefunden, haben es erstmal von Gestrüpp befreit und konnten es aber nicht öffnen. Und dann haben wir hier hinten in einer dunklen Ecke, die erst anklickbar war, das habe ich mal nachgeschaut, nachdem er wusste, dass er das Grab öffnen muss, haben wir eine massive Metallstange gefunden. Das ist die hier. Eine massive Stahlstange. Ja, oder Stahlstange. Und mit der wollen wir jetzt das mal versuchen, ob wir es nicht aufhebeln können, das Grab. Ich denke, das bekommen wir hin. Hoffe ich doch mal. Und dann schauen wir weiter. Keine Ahnung, was uns dann erwarten wird. Wir haben auch über Robert rausgefunden, dass er das Testament unterschlagen hat, dass wir das Schloss erben sollten. Und dass Robert ganz merkwürdige Versuche an Patienten macht. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, solltet ihr die letzten Folgen mal anschauen. Ich kann das hier nicht alles neu erzählen. Auf jeden Fall, er bekommt das Grab nicht auf, das kann ich euch mal zeigen. Für die, die es nicht wissen. Der Deckel ist zu schwer. Ich kann ihn nicht bewegen. Ja, und da ging auch kein Rechtsklick oder ähnliches. Und damit müsste es hoffentlich dann gehen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Oh nein, das Grab ist leer. Wie komme ich an den 4. Schlüssel? Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitermachen. Really? Really? Das Grab ist leer? Der ganze Aufstand für das? Für ein leeres Grab? Was? Eigentlich müsste ich die Folge dann wie die 3-Fragezeichen-Folge das leere Grab nennen. Ja toll. Hier ist gar nichts, oder was? Anscheinend nicht. Hier ist halt wirklich nichts. Nada, niente. Okay. Ja gut. Echt jetzt? Gar nichts? Nicht mal irgendwie noch eine Kleinigkeit irgendwie? Wow. Ja gut, okay. Dann weiß ich es auch nicht. Wow, das bringt mich jetzt aber überhaupt nicht weiter irgendwie. Da hat man noch so einen komischen Ring mit Verzierungen drauf. Er ist bestimmt sehr alt. Der ist mit Sicherheit auch noch wichtig. Das Tagebuch ist klar. Ja, toll. Wie viele Schlüssel haben wir denn? 3? Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Keine Ahnung. 4? Das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein. Hier. Irgendwas muss das doch gebracht haben jetzt. Weil, wo setze ich denn jetzt sonst an? Aber ist tatsächlich offensichtlich alles. Muss mich mal kurz richtig hinsetzen. Irgendwie sitze ich falsch. Jetzt ist besser. Jetzt ist besser. So. Jetzt saß ich irgendwie falsch. Entschuldigung. Aber es muss auch sein. Wenn ich nicht richtig sitze, ist doof. Ja gut. Und jetzt? Jetzt stehe ich im Wald. Ich kann jetzt nicht gehen. Really? Also das heißt, es muss hier irgendwas sein, oder was? Hä? Ich kann jetzt nicht gehen. Also ich habe jetzt gerade versucht, auf die Karte zu klicken. Weil ich mir erhofft habe, dass ich vielleicht... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja gut, aber... Ich denke die ganze Zeit, dass hier unten was mit diesem Siegel ist, oder mit diesem Wappen, oder wie man sagen will, aber da ist auch nichts.
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da muss ich mal die Krankenschwester fragen, ob das... Vielleicht weiß sie das ja. Wieso das sein kann, dass das leer ist. Vielleicht kann die uns sagen, ja, der wurde verlegt dahin oder dahin. Manchmal werden die Toten ja umgebettet. Sowas gibt's ja. Aber es ist trotzdem merkwürdig. Das kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Nee, das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Hier ist ja auch sonst nichts zu tun. Was denn schon? Also ich wüsste zumindest nicht was. Merkwürdig. Aber ob sie natürlich jetzt irgendwas weiß? Weiß nicht. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sieht so aus, ja. Sonst würde ich nichts tun. Ja, sonst hätte die Option jetzt nicht gestartet. Grab eines Vorfahren. Sagen Sie, der alte Friedhof hinter dem Sanatorium, wurde er schon immer von Ashbury geführt? Ja, soviel ich weiß, gehört er seit mindestens 100 Jahren zu Ashbury. Und davor? Davor war er der Gemeindefriedhof von Wormhill, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Danke, das war alles. So, so. Der alte Friedhof gehörte also der Gemeinde von Wormhill. Das war alles. Danke. Tja. Ja gut. Kann ich denn jetzt reisen? Ah, jetzt könnte ich reisen. Dann muss ich zur Kirche. Bestimmt. Weil die Gemeinde von Wormhill und so, wisst ihr, was ich meine? Die Kirche von Wormhill. Ja, doch. Oder? Das hat mit Sicherheit mit der Kirche was zu tun, beziehungsweise der Pater wird da mehr wissen. Es war auch sehr auffällig. Ich laufe jetzt extra mal den offiziellen Weg. Das war auch sehr auffällig, dass er erst nicht gehen wollte und jetzt auf einmal kann er gehen. Also das war das, was jetzt noch gefehlt hat. Ah, okay, ich dachte, man kann da vor die Tür gehen. Ja, dann gehen wir mal zur Kirche. Ich denke, glaube, was auch immer, dass es hier jetzt weitergeht. Ne? Ja. Vielleicht weiß der Pfarrer mehr, vielleicht können wir die Kirche jetzt betreten. Ja, wir können. Auch das war irgendwie klar. Ja. Dann betreten wir die mal. Hm, können wir auch schneller machen. Okay. Das hatten wir ja eigentlich schon alles angeschaut. Hatten wir das eigentlich schon geguckt? Ich glaube schon, oder? Die Kirche wurde 1230 erbaut, während der Herrschaft von Marcus dem Gnädigen. Möge diese Kirche der Gemeinde Seelenheil und Vertrauen in den Herrn bescheren. Ich glaube, das kennen wir schon. Mich hat nur gewundert, dass wir das noch anklicken können. Oder wir haben es nicht angeklickt beim letzten Mal. Das kann auch sein. Naja, der Pfarrer wird's wissen, oder? Wenn er da ist. Der liebe Pfarrer. Da hatten wir noch gar nicht so viel gemacht in der Kirche. Wir waren zwar hier, aber sind ja direkt dann in dieses hintere Zimmer gegangen, wo wir sogar aufgeschlossen bekommen haben vom Pfarrer. Aber er steht da. Ich will nur gucken, ob hier noch mehr ist. Da könnten wir mit ihm reden. Wir speichern mal. Nicht, dass ich mich wieder ärgere, weil es wieder irgendwelche Optionen gibt und ich das jetzt wieder nicht schauen kann. Ist ja gleich passiert. Pater Frederick steht schon seit vielen Jahren im Dienst der Gemeinde. Okay. Ja, fragen wir ihn einfach mal. Hätte ich gesagt. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich finde die Stimmen irgendwie gut. Ich weiß auch nicht, aber das habe ich schon so oft gesagt. Ich möchte Nachforschungen über einen Vorfahren anstellen. Können Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen gerne, aber ich spüre, dass Sie etwas beunruhigt. Möchten Sie darüber reden? Glauben Sie mir, Sie würden Ihre Seele damit entlasten. Das ist liebenswürdig von Ihnen, Pater, aber ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich verspreche, wiederzukommen, wenn ich getan habe, was ich tun muss. Also gut. Was benötigen Sie von einem Diener des Herrn? Ich muss herausfinden, wo sich die sterblichen Überreste von Lothar Gordon befinden. Ich vermute, dass in den Gemeindechroniken ein Eintrag darüber steht. Unsere Chroniken reichen weit in die Vergangenheit zurück. Ich glaube, ich müsste die Informationen finden können, die Sie brauchen. Kommen Sie bitte später wieder. Ich werde eine Weile brauchen, um den Eintrag zu finden.
Danke, Pater. Jetzt muss ich wieder Zeit verplempern oder so. Das ist ja nicht das erste Mal. Das war ja damals... Wo war das auch so? Jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Ich glaube, irgendwann mal in der Bibliothek und so. Weiß ich gar nicht mehr so genau, aber... Ja, das ist auch nicht ungewöhnlich. Der letzte habe ich mal privat ein Adventure gespielt. Das Geheimnis der Druiden. Da musste man dann auch Zeit verplempern, mal so ein bisschen die Szenerie verlassen, wiederkommen. Ja, naja, gut. Weiß nicht so genau, wie man das jetzt machen soll. Kriegen wir aber, denke ich, hin. Kann man da eigentlich nochmal reingehen? Nee, oder? Das Gitter ist abgeschlossen. Brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Boah, gute Frage. Wirklich gute Frage. Hm. Hier kann man ja eigentlich nichts mehr machen. Kann er eigentlich noch irgendwie rechtsklicken? Nee. Hm. Also er sagt halt, wir sollen später nochmal wiederkommen, aber es gibt ja nichts mehr zu tun in dem Sinn. Was machen wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Ich denke, hier ist auch nichts mehr, was wir nicht wissen, oder? Wie soll ich denn da jetzt Zeit verplempern? Hm. Ganz toll. Ganz toll. Warum ist da eigentlich so hellauf beleuchtet? Komisch. Eine Familiengruft. Ja, das hat er jetzt auch schon oft gesagt. Warum kann man das eigentlich immer wieder anklicken? Aber ich muss ja Zeit, ja, wisst schon. Das ist auch klar. Geht halt auch nichts mehr. Tja. Ich weiß nicht, ob bei Black Mirror noch irgendwas ist, was man irgendwie so ein bisschen... Aber ich glaube nicht wirklich. Hat es vielleicht schon gereicht, oder? Mit so kommen sie später wieder, kann ich schlecht was anfangen. Vor allem, wenn man nichts tun muss. Weiß nicht, ob das schon gereicht hat. Probieren wir es mal. Sonst gehen wir mal nach Black Mirror oder so. Ich weiß auch nicht so recht. Pater? Schauen wir mal. Ja, mein Sohn. Darf ich Sie einen Moment stören? Wie sieht's denn jetzt aus? Haben Sie schon irgendetwas in den alten Chroniken gefunden, Pater? Es ist mir sehr wichtig. Noch nicht? Sie müssen Geduld haben, mein Sohn. Ich komme später wieder. Nerv. Ja, dann weiß ich es jetzt gerade auch nicht. Dann gehen wir mal woanders hin. Damit er da Zeit hat irgendwie. Das ist... Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß auch nicht. Wo soll man hingehen, meine Freunde? Wir müssen ein bisschen Zeit verplempern. Sollen wir mal nach oder zu hören wir ins Haus gehen? Wie sieht's da aus mit dem Tatort oder Nicht-Tatort? Oder ist da geräumt worden? Oder ich weiß jetzt gerade auch nicht so recht. Wir können ja mal schauen, ob man da irgendwie... Was weiß ich... Ja, schauen wir doch uns ein bisschen um. Ich weiß auch nicht so recht. Wobei, da auch nicht mehr viel ist. Waren wir da nicht eh schon wegen dem Mikroskop und alles? Da ist halt nichts mehr. Sonst immer noch das Symbol. Die Leiche ist weg. Der Kopf auch. Ja, da ist halt nichts mehr, oder? Aber was soll ich machen? Ich soll ja angeblich später kommen. Willow Creek. Ja, da gibt es wahrscheinlich die Kneipe, in der wieder nichts los ist. Oder? Aber gehen wir halt trotzdem mal kurz gucken. Ich kann da nichts für. Wenn er sagt, komm später, dann komme ich später. Oder ich muss noch irgendwas triggern. Glaube ich aber irgendwie nicht. Hat er eine neue Gesprächsoption? Ich will sie nicht stören. Sie? Schon wieder? Nee, der hat natürlich auch nichts Neues. Dann gehen wir mal ins Schloss. Vielleicht ist da ein Brief im Briefkasten, irgendwie so. Wir müssen ja Zeit verplempern oder irgendwas triggern, wie gesagt. Da ist keine Post. Mhm. Tja, schade eigentlich. Ist da immer noch abgesperrt oder... Vermutlich. Vermutlich. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Tja, schade. Schade. Merkwürdig ist schon. Merkwürdig ist schon. Ich weiß nicht, ob wir beim Stall nochmal kurz irgendwas sehen oder finden können oder so. Ich hoffe halt einfach mal, dass das wirklich ein bisschen wie eine Zeit ist, die da abläuft. So ein Counter oder so.
Ansonsten weiß ich es echt gerade nicht so deutlich, also. Hallo? Tja. Da ist immer noch der Brief, den wir schon kennen. Ja, toll. Echt großes Kino. Machen wir so. Geht's schneller. Tja, jetzt weiß ich es auch nicht so richtig. Ich denke, ich gehe dann halt irgendwann zur Kirche zurück, in der Hoffnung, dass er dann fertig ist mit gucken. Oder? Ich lasse sie jetzt allein. Super. Nur wenn ich dann wieder zur Kirche zurückgehe und er ist immer noch nicht fertig, dann weiß ich nicht so recht, ob ich noch was vergessen habe. Also momentan hat es mehr was von ich gebe ihm die Zeit, die er braucht. Aber, wenn das nicht reicht und ich noch was tun muss, dann muss ich mir überlegen, was das ist. Schon ein bisschen merkwürdig. Oder was meint ihr? Brauchen Sie etwas, Sir? Nein. Alles klar. Es war so klar, dass da sonst nichts ist. Tja, dann weiß ich es jetzt auch nicht. Dann gehe ich jetzt wieder zur Kirche und hoffe, dass er fertig ist. Aber wenn das nicht ist, muss ich mir was einfallen lassen. Es gibt hier einfach nichts mehr zu tun. Ich war jetzt eigentlich auch überall, wo man noch hätte hingehen können. Es wird Zeit, dass er fertig wird. Wenn ich es mal so sagen darf. Eigentlich hat das Reisen, oder hätte das Reisen ja genug Zeit verplempert, wenn es jetzt echt gewesen wäre. Halbe Tag verplempert, so ungefähr. Spielzeit oder Echtzeit, wie sagt man? Also ihr wisst, was ich meine. Pater, ich muss mit Ihnen reden. Hammer's jetzt mal, bitte. Ja, nur zu. Also, was ist nun? Sie kommen gerade recht, Samuel. Ich habe den Eintrag, den Sie brauchen, in den Chroniken gefunden. Lothar Gordon war der Vater von Thomas Gordon, der wiederum Vater von William war. Seine sterblichen Überreste wurden bei Ashbury begraben, wie in seinem Testament verfügt. In Ashbury? Nach einiger Zeit wurde seine Leiche jedoch exhumiert und in ein Familiengrab auf dem Gemeindefriedhof gebracht. Dort ruht er jetzt. Danke, Pater. Sie waren mir eine große Hilfe. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich lese gern in den Chroniken. Aha. Das heißt also hier auf dem Friedhof. Aber das hätte man doch schon gesehen, wenn da Lothar Gordon dran gestanden wäre, oder nicht? Und dass es nach Ashbury ging erstmal, wussten wir ja. Dann schauen wir halt nochmal auf den Friedhof, da habe ich ja vorhin fast schon wieder den richtigen Riecher gehabt. Oh, da ist die... Hä? Warum ist denn da die Tür auf? Oh mein Gott, Gänsehaut. Warum ist da die Tür auf? Pfui, nein. Sterbe ich jetzt wieder, wenn ich da hingehe, oder was? Die geht. Nein, schnell speichern. Ich mag nicht sterben. Das ist doof. Da ist die Tür auf, meine Freunde. Nicht, dass wir wieder mit die Schaufel auf den Kopf bekommen oder sowas. Was ist das hier? Gehen wir mal ganz sachte hin. Spannend und so. Oh mein Gott. Damn. Falscher Film. Wer hat die Gruft geöffnet? Der Mörder. Kann man da jetzt reinrufen? Was, mit dem Totengräber sprechen? Ernsthaft? Ist der da jetzt drin, oder was? Weil da stand Totengräber. Oh, da ist eine Werkzeugbox. Die gucken wir uns gleich an. Ist da jemand? Jemand ist gut. Das war ja Spoiler, dass da Totengräber oben stand. Hallo? Wer ist da? Um diese späte Stunde. Oh, Doug Heffernan. Ich kann gerade nichts klicken. Sind Sie das? Was machen Sie hier? Das geht dich nichts an. Auf der anderen Seite, warum soll ich lügen? Soll ich ehrlich sein oder motzig? Nee, sind wir wieder nett oder ehrlich oder ich weiß nicht. Warum soll ich unfreundlich sein? Ich habe in letzter Zeit sehr viel positive Antwort gemacht. Ich denke, das passt. Außerdem habe ich gespeichert, wenn es mir nicht gefällt. Ich weiß, dies ist nicht gerade die passende Zeit, um einen Spaziergang durch die Gräber zu machen, aber ich habe meine Gründe. Ja. Sie haben wahrscheinlich sehr gute Gründe. Ich suche die Überreste von Lothar Gordon und ich bin sicher, dass ich sie hier finden kann. Ich würde mich gerne innen umsehen. Ich brauche nicht lange. Nein, um diese Uhrzeit lasse ich sie nicht mehr rein.
Ich muss meine Arbeit erledigen. Kommen Sie morgen wieder. Dann können Sie so lange drin bleiben, wie Sie wollen. Ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. So ein blöder Hund. Ich sehe gerade, wir sind von der Zeit her schon folgemäßig durch. Das heißt, ich werde jetzt hier mal einen Cut machen und nach der Urne fragen in der nächsten Folge. Ja. Ich hoffe, da seid ihr wieder dabei. Und da sehen wir uns dann wiederum wieder. Und bis dahin, tschüss.